Herzlich willkommen im Kino des DFF. Ich freue mich ganz besonders, dass heute mein Lieblingsfilm von Quentin Tarantino gezeigt wird. Und zwar handelt es sich dabei um den Film Jackie Brown. Jackie Brown ist der einzige Film, den Tarantino gemacht hat nach einer Romanvorlage, nicht nach seinem eigenen Drehbuch. Und tatsächlich fällt er auch insgesamt ein bisschen aus der Reihe. Er ist vielleicht etwas langatmiger und etwas weniger verrückt als einige seiner anderen Arbeiten und Filme. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist sein Film, der mich am meisten berührt hat. Und das hat ganz sicher auch mit der wunderbaren Hauptdarstellerin zu tun, mit Pam Grier, und auch mit der Liebesgeschichte, die zwischen Pam Grier und einem anderen wunderbaren Schauspieler, Robert Forster, was die beiden zusammen spielen und wie diese Liebesbeziehung, die keine ist, aber eine werden könnte, wie das erzählt wird von Tarantino und von den beiden gespielt wird, finde ich so wunderbar. Und deswegen ist es eben ein Film, den ich mir immer wieder gerne anschaue. Tarantinos Filme sind ja ohnehin bekannt für alles Mögliche, aber unter anderem natürlich auch für die Musik, die er immer mit so viel Liebe auswählt. Und auch da muss ich sagen, dass gerade in Jackie Brown der Soundtrack, die Musik, die diese Szenen begleitet, für mich tatsächlich herausragend ist. Und ich wünschte, ich könnte jetzt selber mit Ihnen im Kino sitzen und ihn mir nochmal anschauen. Es ist ein Film, in dem man immer wieder Neues entdecken kann. Und überhaupt finde ich eigentlich am tollsten, dass Quentin Tarantino auch immer wieder Schauspieler findet und die Karrieren von Schauspielern neu aufblühen lässt, die der Zuschauer vielleicht manchmal nicht vergessen hat, aber nicht mehr so parat hat. Das ist ihm gelungen mit John Travolta in Pulp Fiction oder mit der wunderbaren Daryl Hannah in Kill Bill und so eben auch mit diesen wunderbaren Darstellern aus den 70er Jahren, aber auch mit Michael Keaton, der eine grandiose Rolle spielt in Jackie Brown. Und ja, er macht einfach großen Spaß und ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen dabei.